In diesem Video zeige ich dir 10 Tipps, um 10-mal schneller programmieren zu lernen. Ich habe damals bereits mit 13 Jahren angefangen, programmieren zu lernen und trotzdem hat es über 10 Jahre gedauert, bis ich meinen ersten Job als Softwareentwickler hatte. Aber woran hat das Ganze jetzt genau gelegen? Naja, mit 13 hatte ich natürlich noch nicht die Ambition, jetzt sofort beruflich durchzustarten, aber ich habe tatsächlich kaum einen dieser 10 Tipps, die ich dir jetzt gleich nennen werde, umgesetzt. Und ich weiß genau, wenn ich diese Tipps damals schon gekannt hätte, dann wäre das Ganze garantiert 10-mal schneller gegangen. Ich bin mir sicher, dass du den ein oder anderen Tipp aus diesem Video noch nicht kennst und wenn du all die Tipps aus diesem Video umsetzt, dann steht einer Karriere als Softwareentwickler eigentlich nichts mehr im Wege. Kommen wir zuerst zu Tipp 0. Mir ist aufgefallen, dass über 82% der Zuschauer auf diesem Kanal den Kanal noch gar nicht abonniert haben. Wenn du programmieren lernen willst, dann ist das jetzt deine erste Aufgabe. Drück hier unten auf Abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Wenn dir regelmäßig Programmier-Content vorgeschlagen wird, dann beschäftigst du dich automatisch mehr mit der Sache und kommst deinem Ziel immer näher. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Tipp, was der wichtigste Tipp ist, egal was du für Ziele im Leben hast. Und zwar einfach machen. Du solltest einfach mal anfangen, deine ersten Zeilen Code zu schreiben. Du weißt nicht, wie häufig ich auf Instagram diese Nachrichten kriege von Leuten, die sagen, ja, ich gucke jetzt schon länger deine Videos, auch ein paar andere Videos zum Thema Programmieren. Ich bin jetzt langsam bereit, meine erste Zeile Code zu schreiben. Und das Ganze ist schön und gut und geht auch in die richtige Richtung, aber du solltest einfach anfangen. Das heißt, anstatt über Wochen oder Monate Videos über das Programmieren zu gucken, solltest du einfach mal ein Tutorial starten und einfach mal deine ersten Zeilen Code schreiben. Das Ganze ist gar nicht so schwer, es ist auch gar nicht so wichtig, womit du jetzt genau anfängst. Guck einfach mal auf unserem Kanal, wir haben unzählige Tutorials. Such dir eins raus, was dir ins Auge fällt, was spannend klingt und fang einfach mal an. Installier einfach mal die Software, schreib einfach mal die ersten Zeilen Code und guck, wie sich das Ganze anfühlt und guck, was da so für dich rauskommt und ob dich das Ganze fasziniert. Viele Leute haben dann auch immer verschiedene Ausreden wie, ja, ich muss mir erstmal einen richtig guten Computer kaufen oder ich muss erstmal schauen, wann ich genug Zeit habe oder ich weiß noch gar nicht, worauf ich mich genau spezialisieren soll. Das ist alles egal. Du kannst auf jedem Computer, der Text schreiben kann, erst einmal anfangen. Es ist egal, worauf du dich später spezialisieren willst und du musst jetzt auch, wenn du es einfach nur mal anfangen möchtest, nicht gleich 10 Stunden, 20 Stunden Zeit mitbringen. Später, wenn du das Ganze beruflich machen möchtest, dann solltest du natürlich Zeit investieren, aber am Anfang ist es wichtig, einfach mal anzufangen. Wenn du jetzt gerade Zeit hast, empfehle ich dir direkt jetzt ein Tutorial auf diesem Kanal hier zu starten. Und wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, dann solltest du einen Termin in deinen Kalender für morgen eintragen und an diesem Termin, da fängst du dann an, dein erstes Tutorial durchzuarbeiten. Der zweite Tipp ist, nicht zu komplex denken. Viele Leute, die mit dem Programmieren anfangen, haben gleich gigantische Ziele und das kann ja auch eine ganz coole Vision sein. Viele Leute schreiben mir, dass sie ein neues Computerspiel bauen wollen, dass sie das nächste Facebook erfinden wollen oder eine ganz tolle Idee für eine gigantische App haben und das sind auch alles tolle Vorhaben. Das ist eine tolle Vision, an der du festhalten solltest, aber du musst auch Realist sein. Ganz am Anfang solltest du erst einmal mit einfachen Sachen anfangen. Das heißt, mache erstmal ein bisschen HTML und CSS-Tutorial auf diesem Kanal. Fang erstmal mit einer leichten Internetseite an, dann so eine leichte To-Do-Liste und je besser du wirst und je schneller du diese leichten Projekte umsetzen kannst, desto schneller kannst du dann auch in Richtung komplexe Projekte gehen. Bei so komplexen Projekten wie jetzt einer Social-Media-Plattform arbeiten normalerweise mehrere Entwickler zusammen und alle kennen sich bestens aus. Die Basics müssen absolut sitzen. Das heißt, erst einmal musst du viele kleine Projekte machen, um diese ganzen Basics zu verstehen und wenn du die alle kannst, dann kannst du auch langsam weitermachen mit den ersten großen Projekten. Tipp Nummer 3 ist erst dann relevant, wenn du bereits das erste Tutorial gemacht hast, dich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt hast und gemerkt hast, okay, das Ganze macht mir richtig Spaß, ich kann mir vorstellen, das Ganze beruflich zu machen. Und zwar brauchst du dann ein ganz konkretes Ziel, das heißt nicht nur, was du erreichen willst, sondern auch, wann du es erreichen möchtest und einen Zeitplan, wo du genau konkretisierst mit kleinen Schritten, wie du dieses Ziel erreichen willst. Kleiner Spoiler, das Ganze machen wir übrigens mit Bewerbern bei uns im kostenlosen Beratungsgespräch. In diesem Zeitplan hast du also eine konkrete Roadmap, wo genau drin steht, was du alles lernen musst, wann du die einzelnen Themen lernen musst und wie du allgemein vorgehst, woher du die Informationen bekommst und was für Projekte du dafür umsetzen musst. Diesen Zeitplan musst du dann natürlich konkret umsetzen. Und da kommen wir auch schon zu Tipp 4.
Wie setzt du deinen Zeitplan um? Viele Leute kommen dann von der Arbeit nach Hause, setzen sich vor den Fernseher und sind dann plötzlich total fertig und haben gar keine Motivation, jetzt nochmal aufzustehen, sich nochmal an den Computer zu setzen und einfach durchzuziehen. Am Wochenende hat man dann so viele Sachen zu tun mit Einkaufen, vielleicht muss man die Wohnung putzen, vielleicht muss man noch irgendwelche Leute treffen oder hat Familie zu Hause, und da kann es dann schon ziemlich schwer sein, einfach mal mindestens 10 Stunden oder sogar noch mehr pro Woche sich zu nehmen, um Softwareentwicklung zu lernen. Und hier gibt es einfach zwei ganz konkrete Tipps, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, und zwar Timeboxing plus die Pomodoro-Technik. Timeboxing bedeutet, dass du dir in deinen Kalender konkrete Termine einstellst und zu diesen Terminen lernst du. Das heißt, diese Termine, die teilst du auch deinem Umfeld mit, und bei diesen Terminen, auch wenn die nur mit dir selbst sind, gibt es keine Ausreden. Du setzt dich zu diesen Terminen hin und das Ganze ist Lernzeit, egal was du sonst gerade noch hast. Da musst du einfach streng mit dir selbst sein. Wichtig ist, dass du dann nicht einfach nur 2 Stunden durchcodest, das kann manchmal schon so ein bisschen schwer sein, weil das ja alles komplexe Thematik ist, sondern dass du die richtigen Pausen machst. Das heißt, du könntest zum Beispiel immer 25 Minuten lernen und dann 5 Minuten Pause machen. Wichtig ist, dass du in deiner Lernzeit dich kein bisschen ablenken lässt. Das heißt, du stellst dir einen Timer auf dem Handy oder so, oder manche holen sich auch extra so einen Pomodoro-Timer, so heißt nämlich die Technik. Und solange diese 25 Minuten runtergehen, machst du nichts anderes als fokussiert zu lernen. Das heißt, dein Handy und alles, was dich ablenken kann, das ist weg und lenk dich nicht ab. Und in diesen 5 Minuten, da darfst du dann machen, was du willst. Ich empfehle dir wärmstens, da auch nicht auf dein Handy zu gucken, weil dich das dann ebenfalls ablenkt und nicht dafür sorgt, dass sich dein Gehirn entspannen kann, sondern in der Zeit solltest du dann vielleicht dir schnell einen Tee holen oder einmal ganz schnell im Block laufen oder sowas. Ja, dich ein bisschen bewegen, ein paar Entspannungsübungen machen und dann nach diesen 5 Minuten Pause geht es weiter. Bei uns in der Akademie haben wir noch weitere Tipps, wie du fokussiert lernen kannst, aber wenn du alleine diese beiden Tipps umsetzt, dann wirst du schon mal deutlich, deutlich schneller vorankommen, als wenn du einfach so irgendwann mal lernst. Tipp Nummer 5 hilft auch nochmal, dass du deutlich motivierter bist und damit auch deutlich schneller vorankommst. Und zwar lerne mit Projekten. Du solltest nicht die ganze Zeit versuchen, irgendwelche Dinge auswendig zu lernen oder einfach nur möglichst viel Syntax dir anzugucken oder nur so Mini-Aufgaben zu machen, sondern das große Ganze zählt. Da lernst du viel mehr Sachen, weil du einfach Probleme von Anfang bis Ende durchstrukturiert lösen musst. Und außerdem ist auch die Motivation viel höher, wenn du jetzt eine eigene App bekommst, die du umsetzen musst, oder ein eigenes kleines Projekt, zum Beispiel eine Internetseite oder einen Rechner oder sowas bekommst, und das musst du selber programmieren, als wenn du einfach nur Aufgabe 1 machst, dann Aufgabe 2, 2b, 2c, dann Aufgabe 3 und so weiter wie in der Schule. Das kennen wir alle, da geht die Motivation relativ schnell weg. Bei uns in der Akademie ist es deswegen so, dass unsere Teilnehmer immer Projekte bekommen, die müssen sie selbstständig umsetzen, teilweise auch in Gruppen, dann müssen sie diese abgeben mit einer Abgabefrist, und da lernt man einfach am meisten und da bleibt auch die Motivation sehr hoch, wenn man halt ein richtig geiles Projekt bekommt und das umsetzen muss. Stichwort Gruppenarbeit passt schon ganz gut, denn da kommen wir gleich zu Tipp Nummer 6. Lerne nicht alleine. Du solltest Leute um dich herum haben, die den Weg mit dir gemeinsam gehen. Leute, mit denen du dich treffen kannst, regelmäßig austauschen kannst und mit denen du auch gemeinsam an Projekten arbeitest. Wenn du das Ganze hast, dann ist nicht nur die Motivation viel höher, du fühlst dich verpflichtet gegenüber deinen Gruppenmitgliedern, dich regelmäßig zu treffen und auch deine Aufgaben zu machen. Nein, du kannst auch zusätzlich noch von den anderen Leuten lernen. Denn gerade beim Programmieren ist es normalerweise immer so, dass manche Personen etwas können, was du noch nicht kannst. Und du kannst etwas, was die anderen Personen noch nicht kann. Und deswegen lernt ihr voneinander, und das Ganze funktioniert extrem gut. Wenn ihr zusammen einen Quellcode schreibt, das Ganze nennt sich Pair Programming, dann ist es normalerweise immer so, dass man einfach einen extremen Lernfortschritt hat und dass man richtig coole neue Methoden lernt und so einfach deutlich schneller vorankommt, als wenn man den ganzen Weg alleine geht. Auch da ist es bei uns deswegen so, dass wir übrigens eine feste Community haben. Wir haben Community Calls, wir haben Community Manager und wir haben Gruppenarbeiten, Gruppencalls und so weiter, wodurch dieses Community-Gefühl einfach sehr stark gefördert wird. Und das hilft den Leuten einfach extrem weiter, denn Programmieren lernen, das ist kein Sprint, das kannst du auch nicht in 3 Wochen oder in einem Monat oder in 2 Monaten machen, sondern normalerweise bist du schon so circa 6 Monate dabei, und über den Zeitraum sollte die Motivation natürlich oben bleiben und da solltest du auch ein cooles Umfeld um dich haben. Tipp Nummer 7, du solltest erfahrene Programmierer als Ansprechpartner haben. Mir hat das Ganze damals zum Beispiel sehr geholfen, als ich 15 war, da habe ich so ein Schülerpraktikum in einer Softwarefirma gemacht und plötzlich hatte ich erfahrene Softwareentwickler um mich herum und ich habe diese Leute durchlöchert mit Fragen. Ich hatte so, so viele Fragen.
Fragen und habe ab und zu meinen Quellcode vorgezeigt, habe gesagt, hey, das hier habe ich jetzt programmiert, wie findet ihr das? Habt ihr noch ein paar Tipps für mich? Was kann ich besser machen? Und das Ganze hat mich einfach nochmal auf ein weiteres Level gebracht. Später an der Uni hatte ich dann auch meinen eigenen Mentor, der extrem gut war, der sich super gut auskannte, und zu dem bin ich so häufig gegangen und habe ihm einfach meine Projekte gezeigt und habe gesagt, das hier habe ich programmiert, das hier habe ich programmiert, kannst du mir da ein bisschen Feedback geben, kannst du mir ein paar Tipps geben, wie kann ich das und das umsetzen? Und wenn du keine erfahrenen Programmierer in deinem Umkreis kennst, dann suche dir welche, denn das Ganze bringt dich einfach nochmal auf ein komplett neues Level, denn irgendwoher musst du ja auch wissen, ob dein Code gut ist, den du schreibst, und ob man das Ganze als Industriestandard überhaupt so handhabt, wie du es jetzt machst, oder ob es da vielleicht ganz anders gemacht wird. Tipp Nummer 8 geht dann schon sehr stark in Richtung Bewerbungsphase, und zwar Coding-Challenges machen. Wenn du dich in einer Firma bewirbst, dann ist es ja nicht so, dass das Zertifikat zählt, sondern dass die Firma einfach nur wissen möchte, ob du wirklich gut programmieren kannst und ob du den Job da auch machen kannst. Und was die Firmen normalerweise machen, ist, dass sie dir eine Coding-Challenge geben. Das heißt, du bekommst eine Aufgabe, manchmal vor Ort, manchmal von zu Hause, manchmal hast du eine Woche Zeit, manchmal nur 3 Stunden, das kommt immer drauf an, und da musst du dann diese Aufgabe lösen. Das heißt, du hast eine Coding-Challenge und musst einfach beweisen, dass du in der Lage bist, das Problem zu lösen. Und wenn du das kannst, dann kannst du normalerweise in der Firma auch ganz gut den Job machen. Und auf diese Coding-Challenges musst du dich vorbereiten. Deswegen ist es bei uns auch so, dass wir so eine riesen Sammlung haben an Coding-Challenges. Und auch die Projekte, die die Leute bei uns machen, gehen schon sehr stark in die Richtung, in die auch Coding-Challenges gehen. Denn wenn du das erste Mal bei deiner ersten Bewerbung so eine Challenge siehst und das Ganze noch nie gemacht hast, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Wenn du aber schon 20, 30 dieser Challenges gemacht hast, dann solltest du auch bei deiner Bewerbung das Ganze richtig easy meistern können. Also von daher, suche dir Coding-Challenges und versuch die alle umzusetzen und die richtig gut zu machen. Hol dir da gutes Feedback drauf. Wenn du das Ganze hast, dann solltest du auch bei der Bewerbung später keine Probleme haben. Auch Tipp Nummer 9 ist extrem wichtig, gerade wenn du Quereinsteiger bist und gerade wenn du dich um deinen ersten Job als Softwareentwickler bewirbst, und zwar ein Portfolio erstellen. Bei uns ist es immer eine Internetseite, die richtig geil designt ist, wo du die Projekte präsentierst, auf die du richtig stolz bist. Warum ist das Ganze jetzt so wichtig? Wenn du dich irgendwo bewirbst und die Leute gucken einfach nur in deine Bewerbungsunterlagen, dann müssen sie ja irgendwie wissen, ob du für den Job geeignet bist. Und wie stellen die Leute das fest? Am besten, wenn da einfach ein Link mit dabei ist, da klicken sie drauf, dann kommen sie zu einer Internetseite und da sehen sie Softwareprojekte, die du gebaut hast, die genau so sind wie die Softwareprojekte, die auch in der Firma erstellt werden müssen. Damit beweist du einfach, dass du in der Lage bist, genau die Arbeit zu machen, die auch in der Firma verlangt wird. Und diese Projekte, die laufen im Webbrowser, die können die Leute direkt ausprobieren im Webbrowser und sehen, okay, richtig geiles Projekt, richtig coole Business-App, richtig cooles Portfolio, sogar ein kleines Spiel oder sowas. Ja, und das ist genau das, was wir brauchen. Diese Person müssen wir einladen. Das ist ein absoluter A-Player. Dieses Bild musst du vermitteln und da hilft so ein Software-Portfolio einfach extrem weiter. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 10, Bewerbungstraining. So ab und zu schreiben mir Leute, dass sie jetzt schon richtig gut programmieren können, aber dass sie trotzdem im Bewerbungsgespräch das Ganze immer nicht schaffen oder manchmal nicht mal eine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen. Und das Ganze liegt meistens immer an 2 Gründen. Grund Nummer 1, du hast einfach keine guten Bewerbungsunterlagen. Egal wie toll du programmieren kannst, du brauchst richtig gute Bewerbungsunterlagen. Das heißt nicht nur ein Portfolio, sondern auch einen Lebenslauf, der sehr gut geschrieben ist, woraus hervorgeht, warum einfach Softwareentwicklung der nächste logische Schritt für dich ist, und du brauchst auch ein gutes Anschreiben. Und das andere ist, du musst dich natürlich im Bewerbungsgespräch, was sehr wahrscheinlich kommen wird, sehr gut verkaufen können. Das heißt, du musst in der Lage sein, auf die Fragen, die dir gestellt werden, gut zu antworten, vor allen Dingen auch sehr gute Rückfragen zu haben, und das Ganze solltest du auch schon trainiert haben. Deswegen ist es bei uns zum Beispiel auch so, dass wir einmal pro Woche so einen Bewerbungscall haben, wo man einfach genau dieses Szenario trainiert, wo einfach so ein Bewerbungsgespräch simuliert wird und wo auf so typische Fragen, die immer gestellt werden, einfach eine Antwort gebrainstormt wird und wo verschiedene Bewerbungen einfach analysiert werden und geguckt wird, okay, was könnte man jetzt an deiner Bewerbung noch besser machen? Was könnte man an deinem Lebenslauf noch besser machen? Du hast jetzt im Bewerbungsgespräch auf die und die Frage das und das geantwortet. Ist das wirklich die beste Antwort? Und wenn du das einfach über ein paar Monate regelmäßig trainierst und einfach schon so viele simulierte Bewerbungsgespräche hattest, dann sollte es auch kein Thema mehr sein, dich in einem echten Bewerbungsgespräch von deiner besten Seite zu präsentieren. Also, wenn du all die Tipps aus diesem Video hier umsetzt, dann sollte einer Karriere als Softwareentwickler eigentlich nichts mehr im Weg stehen.
verstehen. Hast du noch weitere Tipps? Wenn ja, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich lese da immer gerne durch und schaue, was ihr noch so schreibt. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche Hilfe bei der ganzen Sache, unterstützt mich, dann kannst du einfach mal eine kostenlose Beratung mit uns vereinbaren. Dafür kannst du auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung klicken. Da kannst du dich auch über unsere Weiterbildung informieren. Und da kannst du mit unserem Team einfach mal ganz unverbindlich reden. Vielleicht können wir dir ja auf deinem Weg helfen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das ein oder andere Tutorial hier auf diesem Kanal machst. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Wie gesagt, abonniere nicht vergessen. Ganz wichtig, wenn du Softwareentwickler werden willst. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus.